Sonst? Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Es wird ja immer seltener, aber es gibt mal wieder eine Premiere eines Herstellers hier auf Valley Brick, und zwar den Hersteller Qualetong. Sprachen lernen, Bubble. Ich habe für euch den Feuerwehrtruck aus der Trans-Collector-Reihe von Qualetong mitgebracht. Es handelt sich um die Setnummer 1805. 313 Teile hat das Set und es ist auf Amazon für 18,99 Euro immer zu haben, aber auch öfters mal rabattiert, sodass man es dort regelmäßig für 15,99 Euro kaufen kann. Vom Design hat mich dieser Truck auf den ersten Blick an einen Ziegler Z-Truck erinnert. Und das sind ja eher Flughafenfeuerwehren. Und hier würde ich den Truck auch einordnen vom Aussehen. Das erinnert mich wirklich sehr an eine Flughafenfeuerwehr. Ihr seht es aber schon, wir können hier auch noch andere Sets bauen. Und zwar handelt es sich hier um ein 8-in-1 Set. Wir können hier unter anderem noch ein Flugzeug, ein Helikopter, ein Schnellboot und ähnliches bauen. Das Coole an diesem Set ist, dass man entweder den Truck bauen kann oder gleichzeitig alle 8 Sets. Denn das stört mich immer, wenn man solche X in 1 Sets hat, wenn man nicht gleichzeitig alle kleinen Sets bauen kann. Das funktioniert hier aber und das freut mich schon mal. Wir werden uns in dieser Review aber eher auf den Truck fokussieren und dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung an. Und da haben wir auch schon die Steinetüten. Über die Steinequalität reden wir ja wie immer, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier noch ein Tütchen mit 8 kleinen Auffaltanleitungen und den Stickerbögen, die dazugehören. Und eine Überraschung für mich. Wir haben die Anleitung, das ist erstmal normal, aber schaut euch mal den Markennamen links in der Ecke an. Dort steht nämlich Q-Man und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ich werde auf jeden Fall mal nachforschen, inwiefern Qualetong irgendetwas mit Q-Man zu tun hat. Die Anleitung ist auf jeden Fall klammergebunden. Es wird verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Das gefällt mir ziemlich gut und wir haben auch immer noch ein paar Pfeile, die zeigen, wo die Steine hingesetzt werden sollen. Und insgesamt haben wir in der Anleitung 22 Seiten und 36 Bauschritte, bis der Firetruck fertig ist. Hier seht ihr nochmal die kleinen Sets aufgelistet. Und hier seht ihr nochmal die Stickerbögen, die sind eben für jedes Fahrzeug einzeln und deshalb sehr klein. Und die Anleitungen ebenfalls für jedes Fahrzeug noch einmal einzeln, auch alle mit Cuman-Symbol. Und es sind wie gesagt so kleine, knuffige Auffaltanleitungen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set. Wenn es sich hier wirklich um Cuman-Steine handeln sollte, sollte das ja auch von der Qualität wirklich gut sein. Da werde ich auf jeden Fall berichten und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und damit ist er auch schon fertig, der Löschtruck. Ja, es gibt keinen Zwischenbauschritt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es gab zwischendrin nicht allzu viel Interessantes zu zeigen. Das ist ein recht kompakter Bau, wir haben kaum Inneneinrichtung, deshalb habe ich gedacht, ich baue es gleich mal fertig und dann schauen wir uns das Ganze an. In der Zwischenzeit habe ich mich natürlich auch schlau gemacht, aber kann euch keine 100% eindeutige Erklärung liefern, was nun hinter diesem Cuman-Hersteller-Wirrwarr steckt. In der eigenen Recherche ist es ganz, ganz schwer, da was rauszufinden. Und ich habe auch auf dem Klemmbaustein-Discord nochmal nachgefragt bei Leuten, die nochmal viel mehr Ahnung haben als ich in diesem Herstellergeflecht. Und die wissen wohl so viel, dass Miss Cuman-Keyplay nicht direkt hier etwas damit zu tun hat, sondern sie vermuten, wie gesagt, das ist eine Vermutung und noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass Qualetong von anderen Herstellern Restbestände aufkauft, diese dann selber zusammenpackt und unter dem eigenen Label verkauft. Falls ich zu der Sache mehr rausfinde, werde ich euch in anderen Videos natürlich nochmal Bescheid geben. Ansonsten reviewen wir dementsprechend jetzt hier ein Keyplay bzw. Cuman Set, und zwar die 1805 unter dem Label von Qualetong. Das sehen wir auch ganz gut an den Steinen, denn wenn ihr genau hinschaut, haben wir auf den Noppen hier das Enlighten draufstehen. Das Ganze hier ist ursprünglich von Cuman produziert worden. Und zu dem Truck kann ich sagen, der hat gute Momente, aber auch einige schlechte. Und darüber sprechen wir jetzt. Ganz cool finde ich das Aussehen von dem Truck, weil es wie gesagt zu einer Flughafenfeuerwehr passt. Und wenn wir da den City-Maßstab anlegen, sieht das wirklich nicht schlecht aus. Es ist auf jeden Fall mal ein etwas anderes Design. Schade ist natürlich, dass hier eigentlich alles mit Stickern gelöst ist. Die Sticker haben eine ganz gute Qualität. Es ist aber auch bei den Stickern noch Luft nach oben.
Bei einem Spielset prangere ich es jetzt nicht an, dass es Sticker sind, sondern eher, dass hier die Farbtreue von den Stickern im Rotton nicht allzu gut ist. Die Steinequalität vom Verbauen ist sehr gut, aber auch hier haben wir einige Probleme in der Farbtreue. Gerade im Rotton haben wir mal einen helleren und mal einen dunkleren. Das fällt schon sehr auf. Gefallen aber an den Steinen hat mir, dass wir hier einige Silberteile auch verbaut haben. Dadurch sieht das Fahrzeug direkt ein wenig wertiger aus. An Funktion haben wir ja hier oben die Wasserspritze. Die können wir nach oben und unten bewegen und frei drehen. Denn dieser Turntable hier ist sehr locker. Das bedeutet, wenn wir damit rumfahren, dann wobbelt das die ganze Zeit rum und man kann es auch nicht fixieren. Und man muss es auch beidseitig halten, wenn man es nach oben und unten verstellen möchte, weil man sonst den Turntable einfach sofort abnimmt. Da ist so gut wie kein Druck drauf. Das stört mich schon sehr, also auf jeden Fall muss man hier selber was bauen, um das zu fixieren, sonst nervt das beim Spielen immens, dass das die ganze Zeit hier oben rumwobbelt. Ich nehme es auch mal für den Rest der Review ab, damit es uns nicht stört. Ihr könnt euch ja aber das ganze Teil noch einmal im Nahen anschauen und euch vorstellen, dass dieses Teil auch hier drauf ist, denn ich finde die Konstruktion gar nicht mal so schlecht, denn wir täuschen hier vor, dass hier wirklich eine Pneumatik drin ist, aber beim Turntable ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Ansonsten haben wir auch bei der Feuerwehr einige schöne Details, dafür, dass wir es ja am City-Maßstab messen. Wir können hier auch nochmal eine Klappe aufmachen und haben hier einen Trennschleifer drin. Und wir können vorne die Cockpitscheibe aufmachen. Türen hat das Fahrzeug leider nicht. Und wie Lego City wird auch hier der Sitz weggespart. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Dann haben wir hier drüben noch eine kleinere Wasserspritze, die wir nach oben und unten bewegen können. Und hier eine Art Löschschlauch, den wir rausnehmen können und zumindest in einem kleinen Radius so tun können, als ob wir damit ein Feuer löschen. Also ich finde, das Fahrzeug hat durchaus einige coole Funktionen, die mal mehr und mal weniger gut funktionieren. Neben dem Fahrzeug haben wir dann noch einige Teile, die wir neben dem Fahrzeug für die 8 kleinen Sets benötigen. Ein Wasserstrahl war leider kaputt, den habe ich abgebrochen geliefert bekommen. Das ist natürlich schade. Also alles in allem finde ich, das Set hat wirklich gute Momente, aber ich kann es nicht so wirklich empfehlen, weil die Hauptspielfunktion finde ich sehr nervig dadurch, dass der Turntable so locker ist und nicht fixiert werden kann. Und auch die Glasscheibe und die anderen Funktionen gehen zwar, aber doch eher hakelig. Die Steinequalität ist zwar soweit in Ordnung, aber so wirklich überzeugend tut mich das Fahrzeug nicht, weil das Wichtigste ist bei so einem City-Spielzeug, dass die Funktionen eben kinderleicht zum Spielen funktionieren. Und leider hat genau da dieses Set ein paar Schwächen. Und das ist jetzt auch egal, ob Qman draufsteht oder ein anderer Hersteller. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Bei aktuellen Qman-Sets ist das auf jeden Fall besser gelöst worden. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum das Ganze hier als Restposten rausgegangen ist und dann nochmal zweitverwertet wurde. Es ist kein totaler Reinfall. Aber ich denke, gerade zum Spielen, und dafür ist ja dieses Set da, gibt es bessere Alternativen. Deshalb gibt es von mir für dieses Fahrzeug keine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, egal ob direkt von Qman verkauft oder wie in diesem Fall hier, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Damit helft ihr uns als Community wie immer sehr viel weiter. Und wenn euch diese Review gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein! Euer Valley Brick.